Hallo Kätzchen, warum hast du mich so angeschrien? Ja, ich muss halt arbeiten. Schlag mich nicht dafür. Sollen wir rausgehen? Ja, hast du schon gar keine Stimme mehr, weil du die ganze Zeit so rumgeschrien hast? Ja. Okay. Apollo, du sitzt einfach nur da und beschäftigst dich mit deinen Sachen, nicht wahr? Sehe ich da etwa einen Ableger? Was seid ihr denn heute alle so müde, hä? Habt ihr auch den ganzen Tag gearbeitet, geschuftet und dann wart ihr bestimmt auch noch einkaufen? Und habt ihr die Wohnung aufgeräumt? Nee, ne? Nö, ihr habt gar nichts gemacht, das stimmt wohl. Erst recht der da. Genau, ihr habt einfach nur den ganzen Tag drauf gewartet, bis ich nach Hause komme und mich mit euch beschäftige, nicht wahr? Wofür habe ich denn zwei von euch? Ihr sollt euch doch gegenseitig beschäftigen, wenn ich nicht da bin. Ja, und du? Du weckst ihn nicht. Weil du so höflich bist, oder was? Okay. So, wir haben zwei Sachen. Einmal haben wir ein Geschenk zugeschickt bekommen von, muss ich mir noch angucken, von Christel aus Meisen. Lieber Cosmo und Apollo, damit die Zeit nicht so lang wird, wenn eure lieben Katzi-Eltern wieder auf Arbeit müssen, könnt ihr euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Toll, hätte ich das mal heute Morgen aufgemacht, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Naja, ist für morgen immer noch gut. Warte, wir gucken uns das doch jetzt an. Mensch. Aber Apollo ist hier. Apollo ist sehr gespannt drauf, was das hier ist. Okay. Wie funktioniert das? Nein, ernsthaft, wie funktioniert das? Ach so, Moment mal. Apollo. Einmal kurz. Ganz gerne hier hin, so. Lass uns das mal angucken, wie das geht. Gibt es da eine Anleitung zu? War jetzt irgendwie nicht dabei. Okay, also ich vermute mal, was ich jetzt vermute, ja, das muss nicht richtig sein, aber ich vermute mal, das wird irgendwie so hier so aufgehängt oder so, keine Ahnung. Und dann, ich glaube, das hängt dann so. Und dann muss man das irgendwie irgendwo aufhängen. Kann mir das jemand erklären, wie man das macht? Hier gibt es nur so einen Saugknopf. Ich weiß nur nicht, wo der hingehört. Und es gibt nur so ein Teil zum Aufhängen, zum Aufkleben. Ich vermute mal, das wird dann so aufgehängt. Und das hier? Was passiert damit? Ich weiß es nicht. Wie geht das? Katzen und ich brauchen Hilfe. Aber ich glaube, es ist ein sehr spannendes Spielzeug für das Kätzchen hier. Oder? Guck mal, Mäuschen. Hier, guck mal, Mäuschen. Du auch, Mäuschen. Macht Spaß? Ja, und solange, bis ich nicht rausgefunden habe, wie das funktioniert, werde ich damit mit den Katzen spielen müssen. So. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das mache. Guck. Katze, guck. Ich schmeiß das hin. Wie so eine Angelrute. Und dann hole ich das zurück. So, und dann als nächstes haben wir noch so ein cooles Teilchen bekommen. Katzenregeln. Könnt ihr das lesen? Hier könnt ihr euch einen Screenshot machen. Das ist ganz witzig. Das ist von Kaleidoshop. Ich weiß nicht, ob mir das jemand von euch geschenkt hat oder ob das Kaleidoshop geschickt hat, keine Ahnung. Da stand keine Nachricht dabei. Aber ich finde das cool. Vielen Dank. Ja, und Christel aus Meisen, vielen Dank für das super süße Geschenk. Wenn ich herausgefunden habe, wie es funktioniert, dann werden sich die Katzen bestimmt sehr darüber freuen. So, und jetzt bekommt dieses Katzi hier sein Geschirr angezogen. Sobald ich wieder weiß, wie das funktioniert hier. So, einmal hier Köpfchen durch. Sehr gut. Einmal hier Pfote. Guck nicht so. Guck nicht so, als wärst du noch voll müde.
So. Sitzt sehr locker. Passt. Das sitzt, wie gesagt, schon, also das habe ich schon mal erzählt, das sitzt so locker, nur weil er jetzt im Garten spazieren geht. Und da soll er sich das auch immer ausziehen können, wenn er sich irgendwo verheddert und ich nicht schnell genug da bin. Was in der Regel nicht passiert, weil ich immer schnell genug da bin. Ich beobachte ihn ja immer. Was haben wir hier? Ist das etwa schon wieder irgendwas Zeckenmäßiges? Was ist das? Oder hast du dich da gekratzt? Oder hat dich Apollo da gekratzt? Ja, das ist irgendwie... Ja, ist sehr gut. Ich habe doch nur ein bisschen Kruste abgemacht. Es war nicht so schlimm. Ich glaube, er findet die Maus ganz toll. Komm, Kosmos. Sie dürfen jetzt. Na los, gehen Sie. Doch nicht? Doch, gehen Sie. Gehen Sie raus. Gut, ich muss auch Apollo ein Geschirr anziehen. Er guckt nämlich schon, wo die Lücke ist zum Abhauen. Ich weiß nicht, was da oben vor sich geht, aber es sieht nach einer Verschwörung aus. Ich habe gesehen, ihr kommt beide aus verschiedenen Richtungen und habt euch hier versammelt. Was ist denn hier so Wichtiges? Hm? Cosmo. Cosmo, was ist denn da? Sag mal. Ich will auch wissen. Hallo, wieso erzählt mir keiner was? Ich will auch wissen. Aha. Ey. Ich habe die Maus gesehen. Ich muss hier runter. Naja, das Gute ist, die Maus ist weg. Die ist bestimmt in irgendein Mäuseloch geklettert. Und Cosmo denkt, sie ist immer noch da. Was bedeutet, er kann jetzt ohne Leine rumlaufen, weil er jetzt die ganze Zeit beschäftigt sein wird. Oh, doch, nicht weg. Läuft sie gleich über meine Füße? Das will ich nicht. Ich muss Apollo einfangen gehen. Der lässt sich von Maus überhaupt nicht beeindrucken. Ja, wer wollte gerade schon wieder zu den Nachbarn rüberlaufen? Hm, das geht nicht. Das geht nicht, mein Kätzchen. Sonst muss ich dich da wieder abholen. So, kurzes Update. Hier ist ein kleines Schweinchen. Das hat sich sein Geschirr ausgezogen, wälzt sich jetzt auf dem Boden total glücklich rum. Naja, lassen wir jetzt auch. Ich passe hier auf. So, und da ist auch ein Update. Dieses Kätzchen versucht immer noch ein und dieselbe Maus zu fangen. Und es ist seit dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal das Handy in der Hand hatte und das beobachtet habe, eine Stunde vergangen. Und er ist immer noch dran. Ich weiß nicht, ob es immer noch ein und dieselbe Maus ist, aber er hat immer noch keine Maus gekriegt. Und es ist eine tolle Beschäftigung für ihn. Und ich fürchte, also ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass er auch niemals diese Maus fangen wird. Vorher war sie irgendwo da hinten, jetzt ist sie hier und er ist gut beschäftigt. Zieht euch mal rein, wie groß unsere Tomaten geworden sind. Und die eine da wird sogar schon farbig. Werden das gelbe oder rote Tomaten? Weiß man gar nicht. Ach, Kätzchen. Ja, aber die Maus ist immer noch da. Nur schafft er es nicht. Ich habe sie sogar gesehen. Aber er läuft ihr ja auch nur hinterher. Er fängt sie nicht so richtig irgendwie. Er ist nur interessiert. Und die Maus hätte auch schon längst unter den Löchern da verschwinden können. Also es ist nicht so, als hätte sie keine Fluchtmöglichkeit, ne? Nope. Da passiert nichts. Ich glaube, die ist endgültig weg.